here we go. Hatch a mouse. Who will hatch it? Never know. Here we go. Hatch a mouse. Herzlich willkommen zum wichtigsten Teil der Hatch-Spiele, dem Hatchathlon. Der Sieger erhält diesen wunderschönen Pokal hier und darf bis an das Ende seines Lebens damit angeben. Oder zumindest bis zu den nächsten Hatch-Spielen. Bald gehört der Pokal mir. Ja, das wird er. Der Hatchathlon war so anstrengend. Wir mussten ein Slalom durch den Märchenwald laufen, die lila Lagune durchschwimmen, das Polarparadies hinter uns lassen und schlussendlich die Ziellinie in der Wolkenbucht überqueren. Schon das zu erklären war sehr anstrengend. Zum ersten Mal war das Team Hatch kein Team mehr. Wie schrecklich. Und hier stehen unsere Finalisten schon bereit. Athleten, auf die Plätze. Fertig. Einen Moment. Tja, ich kann das Rennen starten und gleichzeitig mitmachen. Verpatzter Start, aber ich wusste, ich kann aufholen. Versuch doch mal, mit denen schnell voranzukommen. Ich bin wohl eher ein Unterwassertaucher als ein Schwimmer. Wir sehen uns später, Pinguala. Das war ziemlich lustig. Tigret übernahm die Führung, aber die Herausforderung war es, die Wolkenbucht zu erreichen. Oder die Strafbucht, wie Tigret sie seitdem nennt. Sieht so aus, als sei ich eher der Fallende und nicht der Fliegende. Ich darf nicht verlieren. Ich muss aufholen. Ich kann nicht das Letzte ankommen. Kommt mit! Tigret braucht uns! Und das Team Hatch war wieder ein Team. Habe ich gewonnen? Eigentlich habe ich verloren. Aber wenn es um Freunde geht, bin ich mit Sicherheit der erste Sieger. Die Jury war so beeindruckt vom Teamgeist des Hatch-Teams, dass sie aus dem Hatchathlon einen Teamwettbewerb machte. Wollt ihr nicht auch hochkommen? Es ist genug Platz. Lass mich raus! Ich kriege keine Luft! Es ist schön, so zu kuscheln.